Ja, wir wollten Pokalfight abliefern, ja, bis zum Schluss. Ich glaube, das hat die Mannschaft auch getan und wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die erste Halbzeit gegen eine gut organisierte Kasseler Mannschaft. Haben dann aus einer schönen Einzelaktion dann vom Julian Šišotek das 1-1 gemacht und kriegen dann halt dummerweise dann kurz vor der Halbzeit das 1-2. Wir haben uns dann zur Halbzeit vorgenommen, wir wollen noch mutiger spielen nach vorne, noch mehr pressen und das hat die Mannschaft umgesetzt, zweite Halbzeit. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass wir eigentlich aus nichts das 1-3 bekommen hatten. Dann wäre es auch nochmal ein anderes Spiel geworden. Wie gesagt, meine Mannschaft da kein Vorwurf. Die haben bis zum Schluss alles gegeben. Jeder wollte da auch unbedingt eine Runde weiterkommen. Das hat man gespürt. Aber das Quäntchen halt war uns dann Kassel überlegen, dann halt in manchen Situationen, wo sie dann halt auch abgezockter waren. Ja, gut, was hat man sich vorgenommen? Also, wir wollten schon hier hinfahren und gewinnen. Also, und das eigentlich, wie gesagt, in 90 Minuten, das haben wir geschafft. Ich glaube, wir haben die größeren Spielanteile gehabt und haben da auch die klaren Chancen gehabt. Also, wenn wir das hier besser ausspielen, dann schießen wir hier auch noch das vierte, das fünfte und da kann sich der Gegner dann auch hinten raus nicht mehr beschweren. Also wir müssen hinten raus sagen, dass wir wieder, wie auch im Saisonspiel, die Chancen viel besser nutzen müssen. Wir haben heute spielerisch streckenweise wieder überzeugt und haben den Gegner dominiert und vielleicht nicht über die kompletten 90 Minuten, haben hier und da auch was zugelassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir souverän gewonnen. Es war ein langer Ball, ist einmal aufgetickt und einfach vom 16er Eck ins lange Eck des Torhüters. Ja. Wie gesagt, wir haben auch ein bisschen durchgemischt. Ja, der Johannes Günther, der nach einer Verletzungspause dann wieder nach einer längeren Zeit mal wieder gespielt hatte, haben den Marc Züge bewusst draußen gelassen, unseren Stürmer, der ja auch eine Qualität hat, um auch anderen Spielern da jetzt auch einen Rhythmus zu geben. Vielleicht war das die Ursache, dass wir dadurch ein bisschen schwerer reinkamen. Der Julian Šišotek hat jetzt nach 5 Monaten das erste Mal wieder gespielt und auch ein Tor erzielt. Also vielleicht mag es daran gelegen haben, aber man muss auch sagen, erste Halbzeit ist Kassel hat auch gut gespielt. Ja, ich meine, dazu gehören ja auch immer zwei Mannschaften. Kassel ist natürlich auch schon auch eine Qualität immer noch und ich sage trotz allem, das wird auch diese Mannschaft sein, die im Endeffekt bei uns in der Liga Zweiter werden. Also aus der Situation heraus ist es für mich kein Elfmeter. Sage aber auch hinzu, dass einige fragwürdige Entscheidungen heute wieder da waren. Es ist jede Woche immer mal so, aber damit muss man sich auch abfinden und abgeben. Das ist einfach so. Ich sag mal, das Glück war auf unserer Seite. Der Elfmeter ging nicht rein. Und ich denke, trotz alledem haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Ja, Carlos, also mir tut es erstmal leid, dass er den Elfer verschossen hat, weil er hat ein gutes Spiel gemacht und wie du schon sagst, er hat sich ja wirklich vorne aufgerieben, er war immer präsent, er hat die Bälle gehalten und ich sag mal, wie er die Vorlage da zum Paddy Albert gegeben hat, wie er da einfach an dem Gegenspieler vorbeigegangen ist, als wenn der rückwärts laufen würde. Also der hat schon da eine gute Qualität und wie gesagt, er hat sich wie alle anderen aufgerieben. Wie gesagt, sollte halt heute leider nicht sein. Jetzt sind wir einen Moment traurig, aber für uns ist trotzdem jetzt das wichtigere Spiel, die Liga und da müssen wir zu Hause bleiben in der Hessenliga und das wird auch ein hartes Stück Arbeit dann am Samstag gegen Baunatal. Ja, für uns kann es nur heißen, die Klasse zu halten, so wie letzte Saison, dass wir das relativ schnell geschafft haben. Ich glaube, wir waren 5 Spieltage vor Schluss im gesicherten Feld und haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun gehabt. Wir haben natürlich jetzt auch ein schweres Programm. Jetzt hatten wir erst Gießen, die Nummer 1, jetzt Kassel heute die Nummer 4 zurzeit. Am Samstag Baunatal 3 und dann spielen wir in Alzenau beim zweiten. Also das sind natürlich jetzt schon Wochen, wo es Knall auf Knall geht und da müssen wir versuchen, den einen oder anderen Punkt trotz allem zu holen, dass wir von hinten wegbleiben. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft genug Qualität hat, auch in Spielen auf Augenhöhe da zu bestehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.